Halleluja, es funktioniert. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Vampire. Ich habe keine Ahnung, was das war, Leute. Ich habe ein Update, ich habe meinen Rechner neu gestartet, ich habe ein Update meiner Grafikkarte durchgeführt, habe alles neu einstellen müssen und aus irgendeinem Grund funktioniert es jetzt. Keine Ahnung, was es war, aber wir sind glücklich, dass es jetzt geht. Es gibt aber anscheinend viele Leute, die Fatal Errors mit dem Spiel haben. Warum? Weiß ich nicht. Oh, warte mal, was ist denn das da drüben? Es leuchtet. Wir werden gleich wieder reingehen. Und ich bin froh, dass das Save-File nicht wirklich corrupted war. Aber irgendwas war es. Und jetzt hoffe ich bloß, dass wir da jetzt wieder reinkommen. Ohne, dass wieder was eskaliert. Ich klicke jetzt auch nichts. Gut, wir sind drin. Ha! Fantastisch. Sehr gut. Ja, ich kann hier gar nicht rein. Kann im Grunde eigentlich jetzt nur hier wieder hochgehen. Also ich werde garantiert gegen die kämpfen müssen, ne? Davon gehe ich aus. Da brauche ich gar nicht reingehen. Bin gespannt, was das für ein Kampf wird. Oder vielleicht wird es auch einfach nur ein Dialog. Ich hätte auch nichts dagegen, mal nur mit den Leuten reden zu dürfen. Ja. Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you. But I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. Oh Mann, die ist doch... Ich finde sowas doof. Oh Gott, da kommen noch mehr irgendwelche Ads dazu. Haben wir da gerade ernsthaft ihr unter... Ich will es gar nicht drüber nachdenken, also nicht gesagt. Hey, geh weg. Au. Oh, die hat einen tollen Arm. Komm her. Ich will dich schnappen. Hey. Mann, jetzt endlich. Oh, erledigt. Oh, fuck. Aua. Ah, von der nasche ich natürlich auch nochmal. Oh, die wehrt sich. Das war nicht zu knapp. Boah, fuck. Was stimmt mit der nicht? Oh Gott, die hat mich gerade fast gekillt. Habt ihr das gesehen? Ich sollte mich nochmal heilen, bevor ich es angreife. Eieiei. Ich realisiere gerade, dass ich mehr Platz habe als gedacht. Oh, wie viele! Oh, ich hab sie gleich. Aber ich starb auch gleich. Warum starb ich gleich? Jetzt hab ich sie. Boah. Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And was? I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart
beat a little faster now. You fancy me then, Doctor? Nein. No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Yep. Die ist wahnsinnig und gefährlich. Oh Gott, jetzt zündet sie ja alles an. Oh Gott. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Warum brennt die wie Zunder? Farewell, Doris. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat. Na toll. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. Na Gott sei Dank. Ich habe ihren Säbel gerade eben bekommen. I should probably leave the theater right now. Klingt nach einem Plan, ey. Kann ich jetzt da raus? The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Da hinten hat's noch was. Was ist das? Neues Tagebuch von Doris Fletcher in London, 24. Oktober 18. Bald stehe ich wieder auf der Bühne, denn meine Proben sind fast vorbei. Meine Lakaien sind um mich herum versammelt und bereit, jeden meiner Befehle auszuführen. Schon bald kehrt mein Publikum zurück und wird bereitwillig meine Kunst bejubeln, die Jungen, die Schönen. Mein gesundes Publikum, die Leute werden zu ihren Familien, in ihre schönen Häuser und ihre glücklichen Leben zurückkehren. Verzückt von meiner Darbietung, schockiert von meiner Maskerade. Berührt von meiner Anmut, von meinem ansteckenden Vermächtnis. Sie werden die Krankheit der Reihe nach verbreiten und sich verwandeln. Und ich werde wieder ihre geliebte Königin sein und sie werden mir niemals vergeben. Und ich werde mich für den grausamen Streich rächen, den mir das Schicksal gespielt hat. Okay, die war wirklich wahrhaft bösartig am Ende. Sie kann allen rächen dafür, dass das Schicksal gemein zu ihr war. Alle verderben, ey. Die muss einen Hass auf die Menschheit gehabt haben. Total selbstverliebt ohne Ende. Aber ohne Liebe für irgendjemand sonst. Blanker Wahnsinn. Eigentlich wollte ich das alles noch in die letzte Folge packen, aber da hatten wir ja diesen tollen technischen Fehler. Den ich aber drin gelassen habe, denn der ist... These people want me dead. I need to leave now. Er ist nun mal Teil dessen, was wir gesehen haben. Ich möchte mir gerade eben mal diesen Säbel angucken. 140 Schaden, Ausdauer 20. Dann macht er halt 210. Angriffsgeschwindigkeit 10. 10% mehr Schaden. Ich könnte mit jedem Schlag Blutpunkte aufnehmen mit diesem Säbel. Das wäre ziemlich cool. Da vorne passiert jetzt irgendwas. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Ja. Tröpfcheninfektion. Kannte man damals noch nicht. Okay, wir müssen weiter.
Ich ahne, dass wir damit jetzt hier nicht irgendwie ohne weiteres heil davon kommen. Irgendwas wird passieren. Oder auch nicht. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder hier und ich glaube, es wird sogar mal Zeit, sich jetzt hier mal... Wir haben so viele Punkte, Leute. Es wird Zeit zu leveln. Und danach sich vielleicht auch mal um was anderes zu kümmern. Wobei, wir könnten diese Quest ja eigentlich auch ganz, ganz kurz mal abschließen. Wobei, dann geht's wieder weiter. Ach komm, das können wir kurz machen. Ich hoffe bloß, dass es danach noch weitergeht. Ich habe immer so ein bisschen Angst bei solchen Sachen, dass man früher oder später beim Spielen irgendwas hineinrutscht, wo du dann ja dich darüber ärgerst, dass du sagst quasi, das wollte ich doch alles noch gar nicht. Dem kann man nicht reden. Doch, as long as I've been a member, I've never seen so few vampires attending the club nights. Tja, ich glaube, viele von denen haben es hinter sich. Ja, wer ist denn hier? Ich dachte, Frauen sind nicht erlaubt. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Okay. Das riecht irgendwie schon so nach No Way Back. So rein vom Storyline-Verlauf. Er ist da vorne. Das kann aber noch nicht alles sein, ne? Welcome back to the Ascalon Club, Lancebearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. Es war gar nicht so einfach. Einige Fragen bleiben noch. Wer hat sie zuerst infiziert oder wie wurde sie infiziert? Das ist die entscheidende Frage. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. Ah ha ha ha! Ganz im Ernst, der hat auf mein mächtiges Blut gewartet. Ich tue mal so, als ob ich ein bisschen unsicher wäre. I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Ich hab Fragen. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming?
He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. Ja, ich denke mir schon quasi. Das kenne ich auch noch aus Vampire the Masquerade. Natürlich willst du quasi von einer richtig krassen Blutlinie abstammen. Na, schon klar. You invited Lady Asprey. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then. Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Er hat also uns damit einen Gefallen getan, ich sehe schon. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Ja, mal gucken, ob das klappt, ne? Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Ich meine, okay, vielleicht hat er sich darauf vorbereitet, dass er vielleicht dadurch doch endgültig sterben kann, ne? Ja, auf Wiedersehen. Goodbye, Lord Redgrave. Also das ist eine Sache, die möchte ich dann doch ganz, ganz gerne noch so ein bisschen... Ich dachte, da kann ich was mitnehmen. Die möchte ich ein bisschen hinausschieben. Ich möchte das nicht wirklich sofort tun müssen. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? Ich find's eher so mittel. Ich schätze ihren Rat, ja. I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? Yeah. I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Oh! Er ist ein Dünnblütiger. Ist auch so ein Begriff aus Vampire. Wenn du quasi so weit weg von den Ursprüngen der Vampire weg bist, so wie sie das jetzt, also im Grunde, wir sehen ja die Parallelen, ne? Dass dein Blut so dünn ist, dass man dich eigentlich als richtigen, nichtswürdigen Schlawutzki eigentlich unter den Vampiren ansehen würde. So, also eine traurige Lachnummer. Und das der Anführer dieses Dingens, da kann es nicht so weit her sein mit seiner Abstammung von diesem mächtigen Ritter. Kann es nicht. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. Gerne doch. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor soul survive at all. Okay, this is hard. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Aber wieso erfährt sie erst jetzt davon? Also wisst ihr, sie kennt diesen Lord Redgrave jetzt schon wirklich verdammt lange. Und jetzt erfährt sie es? Das ist entweder ein extrem seltsamer Zufall oder jemand hat diese Information gezielt jetzt platziert. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but
I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Hat er sich vielleicht die Unsterblichkeit einfach nur erschlichen? Also ich hoffe wirklich, dass diese Information jemand, der außerhalb steht, sehr, sehr gezielt jetzt platziert hat, um ihn zu denunzieren. Und nicht, dass es jetzt ein Zufall ist. Ich hoffe wirklich, dass das alles konsistent bleibt, weil dann ist es eine großartige Geschichte mit Intrigen und allem drum und dran. Zufall ist bei Intrigen nie gut. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Ja. Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Wie gesagt, würde ich sehr gerne machen. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Das glaube ich auch. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Wie gesagt, nach wie vor wissen wir nicht, ob wir ihr trauen können, aber ich traue ihr. Weil ich diesem alten Sack definitiv nicht traue. Und das war auch schon so meine Hoffnung, dass wir das irgendwie anders hinbekommen. Ihn versichern. Oh, es hat nicht geklappt. Der ist leider tot. Es tut mir leid. Ich habe zum ersten Mal jemanden versucht, so einen Vampir zu machen. Hey, sie wollten es mir ja nicht richtig erklären. Ich meine, ja, ich bin doch hier der Jüngling. Wisst ihr, so in der Art und Weise muss man dann auftreten. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Mhm, und weil er selber nicht ein Skal zeugen will, schon klar. Wir haben 10.000 unglaubliche Punkte. Es wird Zeit, dass wir davon mal ein paar jetzt ausgeben. Aber wir können auch ein paar andere Dinge tun. Craften. Ich möchte diesen Säbel haben, denn damit Blut aufnehmen ist super geil. Das ist super. Aber erstmal hier nochmal ein paar weitere. Was ist denn das hier? Starkes Blutserum. Ach ja. Nimmt man mal so mit, ne? Was haben wir da noch? Ich will erstmal von jeder Sorte auf jeden Fall eine Sache haben. So, kann ich das jetzt sofort craften? Kann ich. Und. Ach man, diese blöden Aluminiumteile. Ich hasse es. Ich hasse es. Wie die Pest. Da fehlen jetzt ja auch noch die Nieten. So ein Kack. Das nervt mich gerade ein bisschen. Ah, hier bekomme ich meine Aluminiumteile her. Yeah. Dann nervt es nicht mehr so hart. Dann können wir es ja doch noch machen. Ja, weil ich will definitiv das haben. Das ist zwar nicht viel Blut, aber jeder Schlag 2,5 Blutpunkte. Ich kaufe das. Unser Superpflock. Für einen zusätzlichen Schluck. 3 zusätzliche Schockpunkte, auf jeden Fall. Auf jeden Fall mehr Schockpunkte. So, das Ding ist jetzt hier gebufft. Sag mal, kann ich das. Kann ich diese Stufen eigentlich auch noch machen? Echt jetzt? Ich kann das auch noch machen? Ja, heiligs Blechle! Ja, darauf musst du aber erstmal kommen, ey. Und nochmal 10% mehr Schaden. Oder den Ausdauerverbrauch um 10% sinken. Nee, 10% mehr Schaden haut mir rein. I've learned something today.
Wir haben das hier gemacht, also einen zusätzlichen Schock. Ich kann den Schock noch weiter buffen, wie ihr seht. Ja, ist ja nicht zu fassen. Ausdauerreduzierung. Und noch mehr Schock. Ja, ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht, Leute. Das habe ich erst jetzt gesehen, als ich hier gerade eben drüber gegangen bin und diese leeren Slots gesehen habe. Damit rechnet doch keiner. Weißer Phosphor. Hm. Also damit habe ich nicht gerechnet. Kann ich das hier noch verbessern? Den Schockschaden habe ich noch gar nicht gemacht. Ich verbessere die Waffe jetzt hier natürlich auch nochmal. Falls ich doch nochmal zu ihr zurück will. Ich weiß ja noch nicht, ob ich die andere so gut finde, ne? Das Ding macht jetzt auch schon ordentlich Schockschaden. Ich bin gerade begeistert. Ohne Witz. Ich bin gerade richtig begeistert. Säbel, please. Jo. Wie ging das nochmal? V. Nee, nicht V. C. Und Y. C? C? C ändert nur das hier. Wie ging denn das andere nochmal? N? B? Nee. Z? Z macht das, okay. Ja, ganz logisch, ne? C und Z. Ach, im Englischen ist es X. Und X und Z sind ja vertauscht. Ne, Y und Z sind vertauscht. Egal. Wir haben es hingekriegt. Wir haben jetzt diesen geilen Säbel. 10.000 fucking Punkte. Unsere Klauen auf Maximum bringen. Geht noch nicht. Brauche Level 26 dafür. Und ich kann das hier nicht wählen. Ihr seht, das ist gesperrt, dieser Weg. Okay. Unsere Ulti kann verbessert werden. Das mache ich jetzt auch definitiv. Schon krass. Ich muss jetzt nochmal irgendwo ein paar Punkte reinsetzen. Körper, physische Stärke, noch mehr Durchhaltevermögen. Jetzt haben wir Level 26. Und jetzt machen wir die Klaue auf Maximum. Tja, höher kann die Klaue nicht werden. Die Gerinnung. Das sind so Sachen, die ich nie wirklich gelevelt habe. Du kannst drei Sera tragen. Ich kann mehr Kugeln tragen. Das ist als Wissenschaft, echt jetzt? Hört die Regeneration deiner Lebensmittel, wenn bis im Kampf verwendet wird. Kann man da nicht auch mal leveln? Ist jetzt nicht so krass, aber ich nehme es gerne mit. Was passiert jetzt? Die folgende Nacht. Wir kennen ja immer noch zwei Leute nicht. Ich hoffe, das geht ordentlich hoch. Was? Es bleibt bei kritisch? Finde ich ein bisschen heftig. Ja, es ist runtergegangen, weil die Leute krank geworden sind. Also ich darf in dem Gebiet hier definitiv niemanden mehr alle machen. Obwohl es... Ja, die Stütze ist halt weg, ne? Ich frage mich, ob ich es verhindern hätte können, dass sie stirbt. Was sind die alle krank geworden? Ich frage mich, wie ich das reinigen sollte. Ich meine, da hätte ich ihn wahrscheinlich nicht töten dürfen, ne? Wow, Level 28. Uns geht's gut. Wir sind gut beieinander. Wir machen jetzt erstmal noch Nebenquests. Ich will diesem Aloysius das ja gerade eben noch nicht gönnen. Definitiv nicht. Wo müssen wir hin? Ach, ich nehme jetzt... Was ist denn das? Ach, das muss ich alles finden für ihn. Diese ganzen Dingensteile da. Wo muss ich denn dafür hin?
Tja. Faszinierend. Das hilft mir gar nichts. Für diese Mission von dem Typen muss ich einfach diese ganzen Fundstücke einfach finden. Wie gemein. Wie saumäßig gemein. Weil die kriegt man ja nicht so schnell. Ich muss zu Emily. Die wird vermisst. Dann kümmern wir uns erstmal um Emily. Wir sind immer noch total blutleer. Aber wir haben jetzt richtig viel Ausdauer, was mir sehr zusagt. Wer bist denn du? Dich kenne ich noch gar nicht. We meet again, Mr. Kimura. Ach, der ist das. In a more peaceful situation. Dr. Reed. Still visiting London by night? We must both be nocturnal animals, you and I. After your captivity, I thought you'd be more cautious. Breathing the cold night air helps calm my mind, sir. I've had the most frightening nightmare since I escaped that filthy jail. Und ich stelle gerade eben fest, meine lieben Freunde, dass wir schon wieder vorbei sind hier mit der Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir hier Kimura Tadao etwas näher interviewen. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit und lasst euch nicht beißen.